Fürstenaubruck war so das gestrige Ziel. Tatsächlich nur, weil dort ein einigermaßen bezahlbares Zimmer auf der Strecke zu haben war. Knapp 50 Euro mit Frühstück für ein Kämmerli mit Gemeinschaftsdusche. Dafür mit dieser herrlichen Terrasse, von wo ich gestern ja schon den Sonnenuntergang gezeigt habe. Der Wirt ist beim Frühstück sehr redselig und mir wird klar, dass die gesellschaftspolitischen Gegebenheiten in der Schweiz sich nicht von denen hierzulande unterscheiden. Zudem weiß ich nun auch, warum so wenig Zimmer frei sind. Überall wird gebaut und es sind massig Amateuren einquartiert. Nun denn, auf geht's! Schon gestern war es ungewöhnlich warm. Das setzt sich heute fort. Noch ein kurzer Blick auf Tussis, dann geht es ins Eingemachte. Es ist mein erster Aufstieg in dieser Dimension. Mindestens 1300 Höhenmeter sind zu meistern. Weder habe ich jemals so viele Höhenmeter in einer Tour abgetreten, schon gar nicht mit Gepäck, noch bin ich jemals mit dem Radl auf über 2000 Meter gewesen. Ich bin ja gespannt, wie sich das heute noch so entwickeln wird. Jetzt kommt das Highlight, der eigentliche Grund dieser Streckenwahl. Nun, für 6,50 Franken darf man in die Schlucht hinuntersteigen. Meiner Meinung nach kann man das getrost überspringen. Auch im weiteren Verlauf zeigt sich das Tal ziemlich eng und die Steigung nimmt etwas zu. Thank you.
Bei Zillis öffnet sich das Talgitter und ein leichter Gegenwind macht sich bemerkbar. Nach dem Kraftwerk geht's in Serpentinen durch die Röfler-Schlucht. Hier zieht die Steigung denn auch erstmal deutlich an. Im Tal führt auch ein klasse angelegter Wanderweg hoch. Jo Leute, Splügen habe ich gerade hinter mir gelassen, somit etwa 700 Höhenmeter gut gemacht. Das ist etwa die Hälfte der heutigen Vorgabe. Bis jetzt ging es eigentlich ganz lässig dahin. Bekommt der Begriff Transportbeton eine ganz neue Erweiterung.
Gegenwind hat nun einigermaßen aufgefrischt und meine Reisegeschwindigkeit geht in den Keller. Na denn, Leute, hier am Tunnel habe ich etwa 1000 Höhenmeter weggetreten. Ab Nufenen ist der Gegenwind so deutlich gewesen, dass ich mich trotz der geringen Steigung sauber plagen musste. Ich mache hier noch eine kleine Blutzerpause, bevor es zum Pass die letzten 400 Höhenmeter hochgeht. Also, hier schwimmen die Leute echt in Geld. Erst gerade sind 5 Sportwägen im Wert von mindestens 1 Mille vorbeigebrettert. Die ersten Serpentinen komme ich dank Rückenwind trotz 8% Steigung relativ easy hoch. Damit sind schon mal 200 Meter weg. Dann allerdings drückt der Wind sauber von vorn. Inzwischen kommt es mir so vor, als würde ich gegen eine unsichtbare Wand anfahren. Zudem habe ich ordentlich Rückenschmerzen. Ich gehe daher streckenweise zu Fuß. Der ist rund 10 Kilo leichter. Das ist ein ganzer Bierkasten. Der Pass kommt in Sicht. Die letzten Kilometer haben sich ganz schön gezogen. Leute, es ist etwa 18 Uhr, etwa Mitte September und ich bin auf über 2000 Meter in der kurzen Hose. Es hat unglaubliche 20 Grad. Ich habe nur noch 2 bis 3 Kilometer zu meinem heutigen Nachtlager. Beim Downhill roll ich zur Revanche die ganze Rennradlergruppe von hinten auf. Gegen MTB ziehen sie runter, kein Land.